Space, the final frontier. These are the voyages of the starship USS San Tristan, continuing missions to explore and exploit strange new worlds, to subdue new life and new civilizations, to boldly go where no outlaw has gone before. Mann, wo ist denn das nochmal? Falsch, du bist vorhin vorbei. Ich bin The Brown, oder? Jetzt haben müssen wir aufpassen, wir brauchen jetzt Munition, wie war das? Ja, aber erst ist er zum Glück. Glaube ich, wir brauchen jetzt neue Waffen dafür. Inventory, so. Tja, aber irgendwo muss hier jetzt so ein... Es gibt Munition, guck mal, deine Waffen brauchen Munition. Meine nicht. Die hier nicht? Ammo Supply. Die Beam Pistol. Ups, ich hab aufs Ammo Supply geschossen. Und wo sind die Ammo Supply? Ammo Supply ist bei Weapon. Oh ja. Meins, 25 Euro. Soll ich pro da benutzen? Die Heavy Beam Pistol nehmen? Kannst du dir gönnen. Aber das overheatet trotzdem. Super. Ja. Aber man muss wenigstens nur hingehen. Gut, 32 Schuss habe ich also. Gut, naja, das ist ja schon mal was. Ich hab unendlich. Ich hab drei Waffen. Ey, das war voll sinnvoll beim Boarden. So, erstens mal alle in die... Ja, absolut, das ist mega sinnvoll, weil du dann nicht die cooled down, während du sie nicht in der Hand hast. Dass die nicht cooled down, während du sie in der Hand hast. Die coolen down, während du sie nicht in der Hand hast, deswegen kannst du einfach switchen. Okay. So. Dann wollen wir mal anfangen. Alle mal hier versammeln. Irgendeiner fehlt noch. Die Waffe fehlt noch. Die Waffe ist da hinten. Wie wechselt man die Waffe? Zahlen. Wow. Ich hab hier nur die Standardwaffe. Da musst du wahrscheinlich also das drückt ab. Hast du Tab? Inventory? Wow. Ja, ich hab einen fiesen Grafikbug bei Kaka. Alter Schwede. Der Kaka hat gerade vor sich so eine riesen Sonne. Ich bin halt der Sonnengott. Ach, jetzt habe ich meine Aufnahme. Strahlendes. Scheiße. Was? Aufnahme in 3, 2, 1, jetzt. 3, 2, 1, jetzt. 3, 2, 1, jetzt. 3, 2, 1, jetzt. Kaka hat bei mir so eine riesige Sonne. Seht ihr das auch? Ja, bei mir auch. Er steht. In der Sonne. Er bewegt die Sonne, aber er geht mit der rum, wenn er sich bewegt. Guck. Das ist eine Waffe. Stimmt. Ja. Das ist ein Waffenbug. Bist kleiner? Nee. Guck mal, wie geil. Eine leuchtende Erscheinung. Ja. So, dann lass uns mal kurz hier vorne treffen, bitte. Alle kein in Teller. Blickview, nein, bitte. Nein. Jetzt hat er keine Sonne mehr, schade. So, lass uns mal anfangen. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den nächsten Abenteuer der USS San Tristan. Heute in leicht veränderter Besetzung, wir haben ein neues Crewmitglied und das wollen wir gleich als erstes begrüßen. Hallo, Mr. Wolke. Guten Tag. Blanke ist bereit. Er kam schon 8 Minuten zu spät, das hat noch Folgen. So, aber der Rest ist geballte santristanische Power. Zum einen Mr. Lücke. Dann Mr. Hi. Weapon, aka Mr. Kaka. Und die zweite YouTube-Koryphäe und Podcast-Partner, Mr. Sandrick LP, aka hey. Mr. Engineer. So,
Alles klar, alle Mann auf Position, es geht los, es geht los, es geht los. So, ich brauche mal wieder mein In-Game UII, nice. So, meine Herren, wo fliegen wir denn hin? Wo gelüstet ist denn? Wir hatten gesagt, gerade eben noch, dass wir haben nämlich keine, doch, wir haben noch, wo sind wir denn? Wir müssten eine Mission noch abgeben, wo stehen wir denn? Ja, und es gibt ja auch beim Update, gibt es ja jetzt auch noch ein neues, neuen Ort, den man aufsuchen kann auf Wüstenplaneten. The Bureau. Also wir hatten gerade vereinbart, dass wir ein bisschen in blauen Gebieten nochmal umherfliegen. Und deswegen bitte einmal ausrichten und chargen. Ja, wir sind fertig. Mr. Hydra, einmal ausrichten heißt, es gibt da irgendwo einen blauen Kreis. Oh. Na links. Siehst du den? Hast du Fliegen geübt? Der, wo blinkt? Nee, nicht der, wo blinkt. Nee. Oh Gott. Ah, der. Bereits, wenn sie es sind. Jetzt Energie 827. Oh, wird knapp. Drück. Oh. Das war schon knackig. Könnte so. Ein Fight sein. Ich kann ich kann immer nicht sehen, wo wir hinspringen. Wenn ihr mir jetzt vorher Fight die sein. Nummer sagt, dann kann ich halt auch darauf reagieren, wenn wir ankommen, ja. Wenn das da steht. Oh, wir nähern uns mal bitte an den Kollegen an. Ich möchte mal mit dem talken, bitte. Bitte auf 2 Kilometer annähern, Mr. Lücke kommst. Bitte talken Sie. Ich mach mal ein bisschen Dialog. Wie geht's euch so? Oh, you've seen destruction. Okay, alles klar. Block long range. Red alert. Geblockt. Soll ich scannen? Scan mal, ob du einen Spreadshot hast. Oh, das ist eine Vessel. Ich gehe unseren schönen. Auf 2 Kilometer bleiben, bitte. Das ist ein Research-Vessel. Ach, brauchen wir die überhaupt scannen? Du musst übrigens aufpassen, dass du uns im Schussbereich lässt, weil wir alle unsere Waffen sind oben am Schiff. Mhm. Wie sieht's aus, Mr. Lücke? Defender, Turret und Beam. Ich glaube, Defender, Turret. Also meine Beam. Ja, also scheißegal. Feuer frei, Mr. Kacke, auf ihr Zeichen. Rakete lädt und fliegt. Toll. Okay, der Lightning macht nur was bei Schild. Reaktor bei 1000. Soll ich rüber? Ja, wir gehen rüber. Irgendwie ist nichts zu tun. Ja, wir gehen rüber. Alle. Nee, du als du als Pilot musst bleiben. Ich bin overheated. Ich brauche definitiv eine zweite Pistole. Ich könnte dir meine schon übernommen, Jungs. Lücke, ich könnte dir meine geben, weil ich ja eigentlich immer hier auf den Reaktor aufpassen muss. Hey, der Reaktor brennt bei denen. Machen die noch irgendwas? Nö. Der Reaktor brennt. Okay, dann kommt mal rüber, Kacke auch noch rüber und wir übernehmen kurz das Schiff. Ich hätte eine Heavy Pistol plus 3. Ja, das machen wir gleich. Die spawnen alle bei mir. So, Reaktor fehlt wieder. Einen noch. Reaktor, easy. Atmen wird unangenehmer. Hier bei mir ist ein Rauch in der Lunge. Haben wir einen Claim? Okay, wir haben einen Claim. Ja, bei mir. Okay, Mr. Sandrick, zum Extractor, please. Ja, okay. Mr. Wolke, 2 Kilometer bitte an das Schiff ran. Ich möchte es in voller Montur vorne sehen. Oh, das wird schön. Oh, das wird schön. Oh, das sieht nice aus. Extracting target none. Er muss erst zurückerobern. Achso, Clean Shots gemacht. Entschuldigung. Captain hat verkackt. So, Military Grade Fusion Reactor. Ja, das sieht nicht mehr so geil aus. Ja, so. Oh, Military Grade Shield Generator. Soll ich den nehmen? Irgendwas mit hohem Level. Achso, nee, wir wollten einen Reaktor haben, ne? Was hast du denn für einen Reaktor? Oder war Military Grade Fusion Reaktor. Level 3. Wir spüren uns im Inventar. Oder okay, nee, doch nicht. Dann nimm den Reaktor. Okay. Ah. Ja, tut mir leid. Ich wollte eigentlich das ganze Schiff komplett zerlegen, aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Okay. Na, schade. Sah aber gut aus. Vor allem die Teile sind noch da. Die Teile sind noch im Innenraum. So, dann gucken wir mal nach dem nächsten Schiff. Einmal bitte ausrichten. Und chargen. Wir sind schon gecharged, wie ich sehe.
Das ist die 555 übrigens. Gut, 555. Und Energie. Energie. Oh, das ist knapp. Lücke, ich brauche Heilung. Oh, Mission accepted. Oh, wir werden. Haben wir irgendwelches Cargo-Gut, was wir nicht haben sollten? Ich, den ganzen Dope hinten, den verstecke ich. Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht hinten reinlegen. Nicht zum Reaktor. Warte, warte, ich schwitze mal eben auf der Ecke. Der Reaktor wäre schon lang weg. Deswegen bleibt der Reaktor heute auch so kühl, weißt du? Der ist einfach so gechillt. Wow. Oh. Hallo. Ich will mal annähern, bitte. Das ist ja sowas ähnliches wie Red Alert, oder? Stay on task with all the disorders springing up in the galaxy. The command center needs every officer to be as alert and effective as possible. Nice. Schon wieder eine Weste. Schon wieder das gleiche? Mhm. Okay, auf 2 Kilometer ran. Phase Turret, 418 Schaden, Levels. So, wir gucken mal. Aber nichts Spreadshot-mäßiges, oder? Nee. Ihr habt volle Energie auf die Waffen. Okay, auf 2 Kilometer ran. Ich block mal. Ja, blocken bitte. Mr. Kaka, Feuer frei. Jo, kommt. Ey, dieser Laser-Turret macht halt einfach so krass Damage. So, Lücke, lass mal rübergehen. Ich bin drüben. Geht ja eigentlich nicht, der Captain muss immer zuerst gehen. Aber echt mal. Das ist so nach Next Generation-Regeln. Der Kapitän verlässt immer als Erste das Schiff. Ja, eigentlich. So, ja, der Reaktor ist, brennt. Steh am Spawn. Killst du überhaupt wen? Was? Ich war vorher unten am Chillen. Ach so. Headshot. Headshot, so, haben wir schon, können wir schon klären? 1, 2 noch. Okay. Waren da an dem Asteroiden, da war irgendwas Beleuchtetes drin. Claimship? Alles klar, gehört uns zum Extractor, Mr. Sandrick. Du wolltest Glücke sagen. Nein. Wolltest Glücke sagen? Du hast meinen Namen vergessen. Nur so mit der Waffe. Du hast meinen Namen vergessen. Das stimmt gar nicht. Ich vergesse nie die Namen meiner. Achso, ich muss zurückclaimen. Ich hab den anderen gerade Green Alert. Ey, nicht, dass ich das dann vergesse hier. So, Level 4 Reaktor. Hau rein, mich haben. Aber wir haben nur 62% Wahrscheinlichkeit. Egal. Ah. Hast du das hochgeskillt, dass wir da das wahrscheinlich. Bis Maximum. Okay, dann bitte ausrichten. Come to. Energie, 212. So, das ist jetzt die Station. Wir werden jetzt einmal untersucht. Kaka, glaubst du wirklich, dass wir hier einen guten Reaktor finden? Ja, solange wir Gewässer finden, nicht. So. Nado-Roboter? Wir können ja mal Richtung. Ey. Wo war das neue? Wie hieß das? Wo man hinfliegen kann? Das war doch ein Wüstenplanet, oder? Wenn ich mich bewegen kann, oder bewegen wir uns für euch? Nee, wir können jetzt nicht fliegen, wir sind quasi. Post-Turf-System, da waren wir noch nie. Da fliegen wir mal hin. Da fliegen wir mal hin! Wo sind wir denn gerade? Was? The Harbor? Kann das sein? Nee, da waren wir schon. Ja? Nee, the Harbor, glaube ich. Aber ich habe ein anderes System da unten gefunden, da möchte ich mal hin. Wohin? Ganz im Süden. Da sind auch die 2-Dollar-Zeichen. Ich meine. Vom letzten Mal wären wir ein bisschen Geld, ne? Ein bisschen nur. Bisschen. So. Cornelia Station, was meinst du? Hä? Nee, unten. Das ist so ein neues pinkes System. Und zwar bei den 2-Dollar-Zeichen über dem 1038er Stargate. Post-Turf-Sys. Meinst du, das ist ein neues System? Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Das Post-Turf-Sys habe ich noch nie gelesen. Hast du schon mal Karatis gesehen? Nee, auch nicht. Okay. Hast du schon Lula-System gesehen? Das könnte sein.
Oh, Meiser? Keine Ahnung. 441 Energie. Nein, noch nicht. Was? Willst du mir jetzt erzählen? Ich hatte 1274, wäre auch pink. Jungs, das wäre sogar fast in der Nähe. Zwei Jumps. Wir fliegen, wir müssen eh zu den Dollarzeichen, Jungs. Lücke, ich brauche Health. Schon wieder? Ja. Du bist fast voll. Geladen. Energie. Mr. Sandrick, darf ich Ihnen nochmal was zeigen unten im Engineer Room? Mhm, ja. Cool. Und zwar kannst du im Fight auch das Engineering runterdrehen, also quasi ihm seine Ressourcen runterdrehen. Zum Beispiel, ich glaube, dass er wenigstens von den Thrusters zum Beispiel, also du könntest hier die Einstellungen deutlich reduzieren, um Energie zu sparen. Aber ich habe gesehen, in den letzten Folgen hast du das Engineering fast nie runtergedreht. Nee, ja, habe ich auch nicht. Im Fight verbraucht das extrem viel Energie. Da musst du mit Wolke dann sprechen, ob das... Oh, wir können 30.000 Credits verdienen. Ob du da... Oh, Bounty Hunter! Ja, machen wir. Logo! Bounty Hunter ist cool. Bounty Hunter, ist das hier in der Gegend? Ja, dann fliegen wir zuerst dahin. Bitte einmal ausrichten an die 2013. Wen müssen wir denn killen? Die Lortalos. Meine Herren, Energie! Es hat gerade noch so gepasst, Mr. Sandrick. Er war noch am Laden. Ja, ich hab's gesehen. So, meine Herren, bitte auf Kampfstation, das wird auf jeden Fall ein Fight. Wenn wir außer Warp gehen, direkt Block Long Range und Feuer frei. Alles klar? Jo. Lücke, du haust den Scan raus. Mr. Wolke, am Anfang auf 5 Kilometer Abstand halten. Okay. Alles klar, wir gehen außer Warp in 3, 2, 1, jetzt! Oh, wir sehen sie nicht. Es gibt Locker oben. Sind genau 5 Kilometer weg. Okay, halt uns mit den Waffen drauf. Okay, ich konnte dich nicht treffen. Focused Laser Turret, Lightning Turret. Fuck. Schilde könnten problematisch werden. Rocket. Ja, da komme ich so schnell nicht raus. Wir können rüber. See you Long Range. 550 Damage. Der ist good. Stunned worden von einem Laser Turret. Reaktor bei 2000. Ich hab deren Engineer Room. Ja, bin auch da. Den Dings. Schiff ist aus. So, dann lass mal kurz claim. Reaktor bei 2900. Ich geh auf die Brücke und kill den Captain. Mach das. Ich habe auf den Stuhl geschossen. Ich mach die Waffen gerade von denen kaputt. Grad kann das Schiff nicht übernehmen. Ja, da ist irgendwas down. Ich hab aber nur das Schild runtergefahren eigentlich. Reaktor kühlt ab. Ja, wir fighten ja nicht, du kannst ein bisschen runterfahren. Warte, Manual Override. Momentan habt ihr volle Energie auf alles. Ja, brauchen wir nicht, wir haben es geclaimed. Zum Extractor, Mr. Zum Extractor. Cedric. Ja. Was hätten Sie denn gerne? Den Reaktor. Bitte annähern an das gegnerische. Oh, das ist wieder ein Perfect View. Sehr schön. Quiet Cupcake habe ich hier. Second Hull, Dark Drive, Arx. Arx JP. Ich komme ein bisschen näher ran. Arx ist SCP. Ah, ist alles nur. Focus Laser Turret, Level 3. Lightning Turret, Level 4. Oh ja, den. 70% und go. Wir können nice. Noch was. Emergency was Shield hat Booster. Was Reaktor? Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, fahr ruhig dran. Ruhig ran da. Ich glaube, wir gehen da nicht drauf. Nice. Bei denen ist alles kaputt. Den Reaktor können wir, glaube ich, nicht kriegen. Der ist kaputt. So, Dark Drive habe ich. Level 4. Ja, mach. Alles klar. Bye. Das war erfolgreich. Ja, da ist ein Triebwerk. Hydro, ja, sammel das Triebwerk ein! Sammel das Triebwerk ein!
Aber das wäre schon cool, wenn man die einzelnen Brocken irgendwie aufsammeln könnte. Ja, so irgendwie so mit so einem Traktorstrahl. Das wäre noch eine coole Sache. Dass der Engineer irgendwie mit so einem Traktorstrahl ist. Ja, wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, wer weiß. So, bitte einmal ausrichten. 441 und Energie bitte. Das läuft der hier wie am Schnürchen, Jungs. Der Hydra lernt, der Hydra lernt. So, was haben wir denn gekriegt? Lightning Turtle. Also ich muss sagen, Profi. Beim Extracten ist es diesmal nicht so erfolgreich wie das letzte Mal, aber der Reaktor, der geht nicht mehr so schnell nach oben. Wahrscheinlich haben die da nochmal was zurückgeschraubt. Im letzten Upgrade. Update. So, wir fliegen durch das Stargate. Lücke, bitte einmal komm's. Stop. Wir wollen durch die 1038. Warte noch kurz, bis ich das aktivierte. Das dreht sich jetzt noch irgendwo hin. Müssen wir erst die eine Station machen, ne? Ich brauche nochmal Health-Lücke. Du warst fast voll. Ja, fast. Aber jetzt. Danke. Braucht definitiv den Granatwerfer mit den Heal-Granaten. Ja, wir fliegen jetzt zu dem Dollarzeichen jetzt. Nice. So, und durch, Mr. Hydra. Mr. Wolke. Ich habe Star Trek-Ding gesehen. Das ist auch lustig. Du sagst wirklich, Bridge? Weil du nur wirklich nur auf dem Platz sitzt und nichts anderes machst, als auf dem Platz zu sitzen. Der Bridge-Ding da? Ja! So, ich will jetzt in dieses System da. Einmal ausrichten und los geht's. Papa will in das System. Das ist ein System mit 1975. Ich bin aber immer noch dafür, dass wir die heute die großen Jungs nochmal machen. Ich glaube, wir sind so. Weil der Lightning Turret, den wir haben, der fetzt halt richtig Schild weg. 1975? Aber welche großen Dinger? Die, wo du die Mega Face Waffe bekommst. Ach so, ja. Diesen Schwarm und so. So, das müsste jetzt ein System sein. Oh, Mr. Lücke, einmal scannen bitte. Planet, Low Temperature. Ice. Wir fliegen dann dahin. Schon mal ausrichten bitte. Captain, ich verlange neue Scanner. Was? Die dauern so lang. Dann also, schimpf im Engineer, dass der dir mehr Energie gibt. Der hat volle Energie. Naja, so ein Ticken hat er, kann er mehr haben. Jetzt. Ja. Drei Humanoide, lungert schon wieder jemand auf dem Planeten rum? Ja. Aber das klingt nach einer. Es sind immer noch zwei Humanoide fremd. Gehen wir runter oder was? Ja. Wir brauchen ein Suit, oder? Yep, Load him. Gut, alle Mann vom Schiff, ebenfalls der Pilot. Kriegt jetzt auch Freigang. Cool. Aber erst ausrichten. Ja, hier, Hydra, komm durch. Geradeaus. Da drin gibt's den Suit. Da hinten. Einfach hingehen, R drücken. Und dann folge uns unauffällig zum Teleport. Oh. Lück, hast du deinen Scanner mit? Minus Hello. 99 Grad. Und einfach hier auf Select drücken beim unteren. Oh, ich hasse irgendwie, also das ist echt Eis. Irgendwie dünkt mir so das Gefühl, dass da irgendwo entweder Müll ist oder Minen. Ich hätte auch auf Minen getippt. Irgendwie wirkt das so leicht. Stimmt, wir waren hier in System schon mal. Ja, wir waren hier wirklich schon mal. Da fanden dürften jetzt. Aber Kacka haben wir ist noch nicht draufgegangen, sonst hätte es. Ich weiß aber, dass wir da schon mal lang gelaufen sind. Da sind hinten die Höhlen. Heißt die Idee, dass wir vielleicht schon besucht haben? Nein! Planeten sehen halt alle gleich aus. Was willst du machen? Ja. Etwas links von uns ist eine Struktur, gell? Im Schnee. Ja, dann geht mal dahin. Ja. Und da auf dem Weg sind ein paar Minen, nur so als Info. Keine Minen. Sicher? Ja, ich habe einen Scanner. Wer läuft da in die andere Richtung? Icke, der Captain. Du läufst wieder in die Richtung, in die du die zwei Humanoide gefunden hast. Ja. Als wir letztes Mal da waren. Als wir nicht da waren. Aber da jedes System gleich aussieht. Nein, tu das nicht. Wir müssen den Captain doch vom Schiff schmeißen, er ist verrückt. Nicht verrückter als die Crew. Also da müsste jetzt der rote Stein drin sein. Oh, da ist ein roter Stein. Oh nein, oder? Ich sag doch, das sieht überall gleich aus. War ich hier schon mal?
Taxi! Ja, ich war hier schon mal. Keiner von euch den. Hast du ein Stück Kreide dabei? Fernhalter durch die Galaxis? Ja. Der. Sandrick hat da mitgespielt. Ich hab Marvin gespielt. Ich hab Marvin gespielt. Was haben wir jetzt alles gefunden? Oder? Nur ein Händler. Zwei Artefakte, die nehmen wir jetzt mit. Klar, gönn dir. Dante, ich brauch 3600. Ja. Oh, bitte lass mich das endlich. Oh, sie haben es nicht geändert. Nice. Alter. Ja. Was denn? Warte, kauf doch mal schnell, was da noch mehr klicken muss. Warte, es gibt noch Fungals, Bohrpott und VD Rations. Die kommen noch in Schrank. Ja, müssen alles mitnehmen. Hey, alles ich habe zwei Humanoide gefunden. Oh, waren die zufällig da, wo du letztes Mal nicht hingerannt bist? Richtig. Also, als wir letztes Mal nicht hier waren. Zurück zum Schiff. Los. Da oben steht at ease. Wir wissen nicht, dass wir zurück zum Schiff sollen. Ah, wir müssen zurück zum Schiff. Hallo Lücke. Wir müssen zurück zum Schiff. Zurück zum Schiff. Ich habe also hier eine schöne Aussicht. Wieso könnt ihr eigentlich so schnell laufen und nicht nur so langsam? Sprinten. Ich glaube, das muss ich mir auf eine Taste legen. Das habe ich nämlich nicht. Shift. Nein, es ist nicht Shift bei mir. Es ist doch bei mir Linkshändersteuerung. Das ist doch nicht die gleiche Taste. Dann es gibt eine rechte Shift. Die linke Shift. Ach Quatsch, die rechte Shift-Taste ist es nicht. Ich benutze jetzt die linke. Die rechte Shit-Taste. So ist jetzt endlich. Hast du auch deinen Lamm-Look eigentlich auf der anderen? Ich bin auf dem Schiff. Drücken Sie den Knopf bitte. Hm? Es ist nicht gecharged. Nein. War ein Scherz. Das waren die Abenteuer und Geschichten der USS Santresan für heute. Bei mir konntet ihr die Ansicht des Mechanikers sehen. Falls ihr die Folgen auch aus der Sicht des Kapitäns verfolgen wollt, dann schaut doch mal auf den Kanal von Breit der Sandtitan. Über den Link unten. Vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Servus, wie unser Kapitän sagen würde. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship USS Santristan, continuing missions to explore and exploit strange new worlds, to subdue new life and new civilizations, to boldly go where no outlaw has gone before.